willkommen zurück zu einer neuen Folge ARK. Heute mal alleine, aber wir sind nicht ganz alleine. Wir haben im Gespräch den lieben Herrn Modde dabei. Den Herrn? Aha. Hallo Herr Modde. Schönen guten Tag, wie geht's denn so? Ja, ja, ganz gut schon hier. Ja, hallo. Alles locker easy. Mein Ziel ist erstmal, den Trigger hier zu töten. Nicht zu töten, sondern zu zähmen. Das ist jetzt zum ersten Mal dein Ziel, ne? Ja, ich hatte gar nicht. Schon die dritte Versuch, aber es ist einfach nur, weil ich einmal einen Trike gesehen habe, den ich zählen wollte, dann einen Kühlosaurus, dann waren alle wieder weg, dann habe ich den Raptor gesehen, die einfach nur hin und her gelaufen. So, du bist Level 4. Du bist eigentlich ganz gut für mich. Jetzt werde ich hier wieder ganz frech um. Du musst gar nicht reden mit dir, Mann. Irgendwie haben wir auf der Zeit gerade einen Bug, ihr seht, ich bin aber unsterblich. Nein, ich bin garantiert nicht. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe nur einen Bug auf der Welt. Ich bin mal kurz aus Spaß halb auf einen anderen Server gejoint. Da bin ich halt instant gestorben, als ich mich mit einem Trike angelegt habe. Aber gut, das hat mir bekommen, wir haben 99 Meteor Berries. Ich passe ein bisschen auf dich auf, Digga, ne? Ganz fresh hier. Haben wir die falschen Bären gegeben oder willst du einfach nur nichts essen? Ne, du bist schon okay. Jo, Alter, vielleicht hört man es im Video. Ein Hund jault gerade ohne Ende unten. Nur ich ja nix. Ja, er macht gerade mega aus, aber es ist nicht gut alles. Alter! Hast du es echt nicht? Nö. Ja. Ja, das ist gerade ein bisschen. Das ist mal das Dinosaurier-Eck. Ich hab. Also, ich sehe, ich habe richtig viel Hunger. Aber das gegessen. Ich kann einfach ein Dino-Ei essen. Das müsst ihr mir vorstellen. So ein riesiges Ei und schiebst es einfach quer in dein Maul. Okay, ich meine. Ich will jetzt nicht ganz so viel auf wie Cooked Meat, aber ist ja meine Abwechslung. Wer mehr so ein veganer Typ ist, kann auch halt die. Hashtag Veganschnitzel. Ja, aber sowas schon. Wo liegt mein Buddy? Hier liegt der Buddy. So, dass ich so unten aufgenockt hab, ne, aber. Das war dann nur mal zu gut, ne? Echt dunkel. Ich hab Angst, irgendein Raubtier das Blut gerochen hat. Hier war auch letztens der liebe Herr Kano, ne? Die mir auch mal kurz auf die Schnauze gelegt haben, ne? So, was machen Sie hier gerade, Herr Modde? Ach. Bisschen Zeug modden, ne? So mal nebenbei. Okay, ganz nice eigentlich. Irgendwie Angst, dass der große Furzkopf daherkommt, ey. Furzkopf? Ja, so ein großer Furzkopf, schon ein bisschen groß. Aber ist eben Pflanzenfresser. Hast du etwa Angst? Hä? Hast du etwa Angst? Nö, nee, von dem doch nicht, Alter. Er ist nur ein bisschen 30 Meter groß. Ich mache mal hier kurz die Tür zu. Okay, du kannst ja schon mal. Ich habe schon einen Namen für dich. Weißt du? Wenn uns sich, dann nenne ich uns einen Trike, fängt er mit T an, ne? Dann ja. Tina und den anderen, den wir rein, kann ich dann Bibi. Verstehst du? Ja, so einigermaßen. Bibi und Tina von Matthäus und Sabrina. Ja, schon klar, das ist jetzt zwar nicht so mein Humor, weil ich diese Sendung so scheiße finde. Ich hab sie geguckt. Ja, klar, Bibi und Tina Product Placement, schaut euch alle in den Film an, kauft schon auf iTunes. Ja. Ne? Link dazu. Ja, in der Beschreibung natürlich nicht. Ich bin ja keine Product Placement, Huster. Na, was soll Husten? Schlimm, ne? Ja, das Wetterumbruch, der
Ja, der Winter kommt. Ne? Ja, die Krankheiten gehen wieder los, Mann. Sag mal, kannst du mal ein bisschen schneller essen? Zack. Guck mal. Ja, so sorry. Bären und es hat es 5 Bären gegessen. 9 Stück jetzt. Halt. Ich brauche schon mein ganzes Narkotik, Mann. Teure Ware in China, Mann. Narkoium. Oh shit. Ich glaube, ich habe jetzt 2 benutzt, oder? Ja, ich habe auch so den 2 benutzt. Das war nicht so gut. Jetzt habe ich einen Narkotik verschwendet. Wenn jetzt wegen einem nicht lang, ne? Boah, das sieht schon krass aus, wie groß er ist, ne? Hm. Ja, das hat er mal wunderbar. Ich habe ihm 3 gegeben, hab noch 12. Okay, wird knapp. Ja, komm, ganz ruhig, Braune. Also, wir machen ja noch Turm, also fahren ein bisschen Steine, ne? Das hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Das habe ich gerade so im Impf. Okay, im Impf habe ich tatsächlich gar nichts Wichtiges. Pfeile wieder craften. Komm, craften mal kurz 3 Pfeile. Ich hatte mir gerade erst eine Schleuder gebaut, so weit bin ich noch nicht. Ich war noch für 2 Mal, das hätte ich genug Fiber bauen, noch ein bisschen. Ich geh mal kurz Fiber holen, Digga, ne? Mhm. Ich kann gar nicht mit dem Dino, wenn du schon anfängst, das finde ich ein bisschen lächerlich, ne? Was für eine Large Storage Box farmen. Fiber 25. Hast du nicht schon so eine? Ich hab 2 kleine. Ja. Also zu meinem Kopf. Mhm. So 8 Fiber. Ja, dann kann ich zählen. Hab ich genug? Ja, Fiber habe ich genug. 50 Wood. Jetzt hier so, Digga. Bei dir ist auch alles fit. Da ist aber noch keiner, Kotti. Der müsste nicht safe gezähmt sein. Weil da ist sowas mit einer Menge an Felix drin. Da fahren wir ein bisschen. Mir ist kalt. Alles klar. Wir haben es angefangen, ne? Hinterkommen. Ja, eindeutig. Uff, was ist denn hier für ein Vieh rum? Naja, vielleicht. Ne, Modde. Aha! Guter Witz, oder? Modde, verstehst du? Nicht so, ne? Okay. Fand er jetzt nicht so witzig und ist einfach abgedüst. Ich brauche noch Wood und noch Sage. So. Noch ganz viel Sage. Batch. So, jetzt habe ich hier die Large Storage Box. Schlafen wir jetzt mal kurz hier. So, wie viel wiegt die nicht? Das ist jetzt ein bisschen schwer sind. Nee, die geht schon. So, sorry, ich muss jetzt gerade mal eben kurz Krieg führen. Alles klar, gegen die. Gegen die, Also, das war irgend so eine Zombie-Fliege. Alles klar, Thomas besiegt Zombie-Fliege, locker easy. Hier ist nichts im China. Okay, wir könnten jetzt ein Match made, not in. There's a room for you and your tribe. Okay, ein Simple Bed. Das heißt, wir hätten einen Respawn-Punkt. Das kann ich auch machen. Jetzt brauche ich noch 11 Wood, Fiber und. Das wäre genauso wie in Minecraft. Naja, kann man ein bisschen craften, ne? Ich meine, mit Bett und so. Ja, aber das, da kannst du nicht die Nacht überspringen. Ja, aber schlafen. Ach, das ist
so. Bett, ich brauche 80 Wedge. Achso. Ja, ich habe 17, 19, 19, das kann ich zählen. Oh, Bro! Fahr mir auf einmal, kommt so ein blöder Dino hier um die Ecke, Alter. War das nicht so nett? Ein Frevelhaft eigentlich, ne? Ja, ich hab ihm was getan, Mann. Ich geh wirklich hier, Alter. Du hast sich mal, aber nein. Er meint, der muss ja wieder gut sein, ne? Jugend von heute. Jugend von heute, lass mal ein bisschen drüber reden. Also, ohne Witz, ne? Ich merke es ganz echt, ne? Also wie manche Kinder umgehen miteinander, also. Ja. Ja, wir sind auch nicht gerade Engel, ne? Also. Aber so kleine fünfjährige Kinder, wir sehen sein Bus immer, ne? Okay, du bist früh nicht da. Also da beleidigen sich kleine fünfjährige Kinder rauf und runter, wo ich mir denke so. Ja. Alles klar. Ich denke heutzutage denkt einfach jeder. Wer weiß selbst, wer ist, ne? Mal wem gefällt. So eine Fotze zu sein, ne? Wieso spam ja gerade die E-Taste? Egal. Auch ein bisschen Pfeife, ne? Ich finde zu viel Bären, wo ich keine brauche, ne? Das passiert auch mal, ne? Ja, ne? Kommt aber da ja aus. Vorkommen, ne? Definitiv. Musst du so ein bisschen modden, ha? Ja, Hilfe. War tatsächlich so. Tatsächlich. Ja, ich bin noch nicht weit gekommen, aber es macht mir gerade ein bisschen Spaß. Kannst du vielleicht mal drüber reden, was Modden so ist, weil ich persönlich weiß es selbst nicht. Das ist keine Ahnung, was Modden ist. Obwohl das eigentlich der Ursprung meines Namens ist. Ist so, dass man, also Mods kennt ja jeder für Minecraft oder so. Ist das Mods erstellen oder so? Kann das sein? Ja, das ist so der umfangreiche Begriff dazu, könnte man fast sagen. Gerade bin ich wieder mehr so mit 3D. Also Objektbau und so weiter und so fort. Ich habe gerade so ein paar schöne Sachen gefunden im Internet. Ich weiß nicht, ich habe ja keine Beschäftigung gerade eigentlich in dem Sinne. Oh, ein bisschen mit mir talken, quatschen ein bisschen, ne? Habe ich ein bisschen geguckt, habe ich da im Internet durch Zufall so was Schönes gefunden. So ein paar Bilder von den einzelnen Seiten von so einem tollen Objekt, das ich hier baue. Kann man dann eben ganz einfach das Modell nachempfinden und kann das dann eben bauen. Und kann dann damit halt dann, zum Beispiel in Spielen wie ARK, ich weiß nicht, ob es dafür einen Editor gibt, aber rein theoretisch gesehen könnte man dann mit solchen Objekten dann in diesem Spiel arbeiten und die da reinpflanzen. Und ja. Also ist eigentlich die Mod-Stelle in Minecraft nur noch komplizierter. Genau. Dann auch ist natürlich, das was ich mache, ist natürlich ein bisschen umfangreicher als irgendwie nur. Das ist, glaube ich, durchaus bewusst. Ich bin eh so der schnellste Kopf, ne? Ja. Ich kann ja nicht High-Klamotten lernen, ich lerne es aber mal. Ich habe eh genug NFM Points, ne? Also. Locker easy, ne? Naja, also kein Problem von mir. Genau, kein Problem von mir, Leute. Englisch würde ich nicht von mir lernen, ganz ehrlich. Weißt du, was mich gerade so interessiert, jetzt wo es gerade so mit Modden und Modder war? Was du mir nie gesagt hast, obwohl ich mal Mitglied war, wie bist du auf den Namen Mob Army gekommen? Tatsächlich, ich weiß nicht mehr genau den Ursprung. Also nur, das war zur Zeit, wo ich und andere ganz viel Bedwars gespielt haben. Ja, das weiß ich auch noch. Wirklich so 72. Rang ungefähr war. Und dann war da so eine Dogge, glaube ich, eine mit Dogge-Skin. Und da haben wir so gedacht, ja, das sieht doch ganz cool aus, ne? Ja. Weil das war ein bisschen besser als unser damals. Wir haben dann noch so, ja cool, machen wir uns halt auch einen Hundeskin, weil wir eh zusammen aufspielen. Und da der Name Mobs Army irgendwie verkrüppelt klang, ne? Ja. Haben wir dann das S rausgekommen, dann kam der Mob Army. Aber wieso genau dieser Skin? Und wieso, wenn du mit deinem Namen für Mob stehst, Mob, also Mobs. Wenn du sagst, du wolltest Mobs,
Aber dein aktueller Name. Wieso dann. Ja, wieso eigentlich. Oder ja, jetzt mal ohne Bezug auf Skin und so auf den Namen. Wieso Mobs? Keine Ahnung, ich hab. Dann, genau, weil wir haben ja diesen Hundeskin gesehen, ja? Genau. Genau, und genau. Da haben wir dann so gedacht. Ja. Habe ich, genau, habe ich einen Skin, wie ist es, skin.net, das heißt es halt, glaube ich, ne? Mhm. Weiß nicht mehr genau. Habe ich einfach mal, ich bin einfach Ding gegeben, eingegeben. Ja. Wie heißt Hundeskin, genau, da kam eben diese Mobs. Und das fandest du so schön. Hm? Ich habe nie gesagt. Also... Wäre nämlich eigentlich immer verwirrt, ehrlich gesagt. Ja, das konnte es nie wirklich nachvollziehen. Okay, ich hab nur so gerade Leute, ich bin hier gerade ein bisschen im Inventar. Genau, weil du auch mal aus, ich will dich ablenken. Weil gerade Level 20 und hier gibt es eben eine Preversing Bin. Es ist. Das ist länger halt. Länger. Das heißt, wenn er frisch bleibt, dann hier habe ich jetzt den Dreieckzettel. Frischhaltefolie. Dann habe ich hier noch Giftpfeile, mit denen man sie betäuben kann und neue Rüstung. Aber Rüstung brauchen wir eh nicht, weil wir irgendwie unsterblich sind. Ich habe es doch irgendwie gemacht. Warum? Also einfach, ich bin dumm. Hat sich gereimt. Ja. Oh, die Reime, Könige sind weg. Ich habe jetzt gegen genau 7 Stunden. Das ist aber auch schon wieder ewig, ewig hier, ne? Schon wieder ewig. Ich habe die Rüstung sonst gelernt, ne? Einfach falls wir den Bug beheben können. Ich will jetzt auch so eine bessere Rüstung irgendwie. Aber den Rest erlernt jetzt erstmal nicht. So, was ich jetzt erlerne, was ich euch sage, was wichtig ist, falls ihr es nicht wisst, ist auf jeden Fall. Warte, ich hab's gleich. Genau eben. Der Refining Forge. Daraus kann man, glaube ich, Eisen machen. Genau. Eisen, was der Thomas gefarmt hat. Mhm. Dann noch den Chunk Arrow, damit kann man leichter betäuben. Betäuben, ich kann best Englisch. Nee, der Franke. Und der Trike-Zettel, weil ich ja gar nicht weiß. Ich habe nur 60 Underground Points. Und der Fetti muss eigentlich gleich gezählt sein, ne? Fettsack. Ist unhöflich. Dann kann ich den Zettel schon craften. Trike-Zettel. Strikesettle. 140 Hide. Alles klar, Digga. Das vielleicht haben wir sogar zu viel. Also, falls wir mal in unsere Kiste geguckt haben. Was ist das nochmal? Was ist das nochmal? Was ist das nochmal? Ey, dieser Stoff. Hide. Ja. Ey, Haut von Tieren. Ah. Ist ja ekelhaft. Ja, weil es. Das ist aber in echt Leben auch so. Ja, wäre auch ein Joke. Wer Bogen geschossen hat, der hat sich auch schon mit Tier angefressen. Aber nur Pferdehaare, glaube ich, ne? Ist nicht ganz so schlimm wie Tierhaut. Irgendwie ist es ein bisschen eklig, doch, hast du schon recht. So, bevor du ziehst deinem Hund das Fell über die Ohren. Schlechte Witze, Show. Darauf habe ich erstmal gekackt, ne? Achso. Ja, genau, Fiber, der leck im Arsch, das fahren wir jetzt nicht. So, der Trike ist bald gezähmt, Mann. Okay. So, dann kannst du nämlich immer. You have tamed the Trike. Name your Trike. Wie hab ich gesagt? Tina. Ist überhaupt. Oh, ich weiß nicht, ob er weiblich ist. Hab ich echt nicht drauf geguckt. Doch, hab ich. War weiblich. Hab ich gewusst. Okay. Ja, noch alle jetzt zurück und war's noch mit der Folge. War nicht der Talk heute ein bisschen mit Thomas, ein bisschen talken, ne? Also, kann man ja mal machen. Ja, fand ich auch ganz nett. Kann man schon machen. Man redet ja heutzutage nicht mehr so viel. In der Generation der Jugend von heute, die alle nur noch an ihren Smartphones. Ja, ja, dann kommen die Leitung auch mal rauf und runter, ne? Auch wenn man nur noch 3 Jahre alt ist. Also, ne? Komm mit, Tina. Oh, Tina, nicht so stürmisch.
Oh, jetzt möchte ich aber so gucken. Ich habe mich ein bisschen angerempelt fast. Nein. China! Na, wie läuft's bei dir so? Okay, ganz ruhig. Na, du da oben, was ist mit dir so los? Alles schon elegant, wie der so Arsche mit dem Schwanz schwingt. Nee, hast du. Oh, hier ist ein Ei. Ein Trike-Egg. Das ist ja geil, ich nehme jetzt mit Dino-Eiern, Mann. Junge, vegan, Junge. So, erstmal ein Trike-Egg. Guck mal, hier ist ein Kind. Guck mal, oh, ich hab voll deine Augen gegessen. Wie fühlst du dich, hä? Wie fühlst du dich, Tina? Komm mit, Tina. So, im Basic ganz viele Fahrer laufen. Attack Squad mein Target, Digga. Nee. Ich lass jetzt mal gegen den Dilo kämpfen, Alter. Das wird witzig. Den zerlegt man. Guck mal, Tina. Tina. Los, Tina! Ist ruhig. Wow, Tina! Lol. Ich hätte einfach instant gestört, Alter. Tina! Also. Das hat er nicht viel erwartet. Ey, das müssen wir mal geben. Sie rennen auf uns zu und gibt mir den Low-Kick, der so nett, Alter. Dass man 3 Meter wegfliegt. Dieses Auto hat doch Pflanzenfresser an, Tina. Oh, yo, Alter. Ganz ruhig, Tina. Tina! Das war nicht dein Kollege, Mann! Alter, Tina, die Bessie, Mann. Genau deswegen wollte ich ihn zeigen. Der tuschelt einfach alles, Alter. Der randelt dich quer durch die Szene, Mann. YouTube-Szene? So weit ist er noch nie toll. Komm, die Verteidigung, Tina! Das brauche ich alle noch gut. Keine Sorge. Alter, Tina, Alter. Ohne Bestie, Mann. Wie ist mit der Schildkröte? Jo! Wieder nicht ins Wasser, doch nicht fertig Fische. So, jetzt ist dann aber dann von FSK 18, wenn wir jetzt so brutale sehen. Tina! Na. Schau einfach nicht mal hin und die zerlegt alles, Alter. Ja, du bist einfach eine verdammte Bestie, Mann. Wie viel machst du noch? Maschine. Ja, ich hab ein bisschen Leben verloren, aber. Solange sich zerstört, Mann. Ich geh nur auf Melee Damage, Alter. Also so ein Minecraft-Leben. Alter, du musst den Ausweg mal geben, Alter. Ist nur normal. Pass auf, nicht, dass du mit deiner Folgenlänge über 2 Stunden kommst. Ich bin nur gleich zurück. Ich hab nur ein bisschen Tina getestet. Und Tina ist recht okay, wie du mal kaufst, ne? Ich hab nur gerade irgendwie 8000 Leute geschnetzelt. Das ist viel. So, dann wäre noch eine ganz schöne Tino. Ja, ich komm von lauter Tina, sag schon Tino, Alter. So. Tina, ich muss mal ein bisschen was ins Inventar legen, denn du hast ja da genug Platz. So, also das war's auch mit der Folge. Bisschen Real Talk hier mit Thomas und ein bisschen Tina-Action. Wenn euch die längere Folge gefallen hat, lasst doch auch mal wieder ein Like, damit ihr mich sehr freut. Willst du noch irgendwas zum Schluss sagen, Thomas? Nee, eigentlich nicht. Ich bin fertig. Okay, alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. Ciao.